In den letzten Monaten und Jahren wurden immer wieder gravierende Vorfälle im Zusammenhang mit der Netzwerksicherheit bekannt. Denken Sie nur an die Hackerangriffe auf die IT-Infrastruktur des Deutschen Bundestages, zahlreiche millionenfache Diebstähle von Identitätsdaten oder auch viele Warnungen vor Sicherheitslücken in Anwendungssoftware. Fragen Sie sich angesichts dieser komplexen Situation, ob durch Sie persönlich oder ob durch Ihren Arbeitgeber schon genug für die Sicherheit getan wird? Möchten Sie sich vertieft mit der Thematik beschäftigen? Dann nehmen Sie am MOOC Netzwerksicherheit teil. Der MOOC gliedert sich in vier Hauptkapitel. Zunächst werden am Anfang Angriffsmöglichkeiten auf Rechnernetze vorgestellt. Beispiele sind Denial-of-Service-Angriffe und verschiedene Arten von Schadsoftware. Danach werden passend Abwehrmöglichkeiten wie Firewalls und Intrusion-Detection-Systeme vorgestellt. Ein wichtiger Schwerpunkt ist außerdem die sichere Kommunikation über das unsichere Internet, unter anderem mit den Protokollen IPsec und SSL-TLS. Das abschließende Kapitel behandelt im Gegensatz zu den vorherigen nicht einzelne technische Fragen. Es geht darum, wie eine Organisation insgesamt mit den Risiken der Netzwerksicherheit umgehen soll und welche Rolle die Standards IT-Grundschutz und ISO 27000 dabei spielen. Der MOOC Netzwerksicherheit vermittelt die Inhalte mit engem Praxisbezug. Dieser spiegelt sich insbesondere in den praktischen Aufgabenstellungen mit zahlreichen Tools wider, die neben den Kontrollfragen angeboten werden. Zusätzlich zu Texten und Videos runden Interviews mit Experten den MOOC ab. Ich freue mich auf Ihre Teilnahme.